Willkommen zurück zu Rising World. Und wieder, wie du siehst, habe ich meine Hake in der Hand und habe damit schon wieder einiges gemacht. Da komme ich sofort zu. Meine Stimme ist aufgrund der Erkältung wieder da. Das hört man auch. Dafür ist meine Nase jetzt zu. Ich kämpfe hier schon seit einer halben Stunde, dass ich das irgendwie wegkriege. Mit Nasentropfen und so weiter und so fort. Bis jetzt hat es nur bedingt geholfen. Aber auch jetzt versuche ich, diese Folge durchzuziehen. Mal gucken. Folgendes, also ich möchte nochmal einmal, ganz kurz bevor wir jetzt zum eigentlichen Programm kommen, möchte ich nochmal einmal auf die Armbrust hier zu sprechen kommen. Ach da, Munition, Moment. Moment, jetzt raff ich das. Ich muss die Pfeile in diese Munitionskammer packen. Ich Schlaumeier. Dann funktioniert das. Das habe ich gar nicht gerafft. Jetzt sehe ich das erst. Ich bin ja auch einer, der nicht so viel in irgendwelchen Foren nachguckt. So funktioniert das. Ja, wunderbar. Aber das Komische ist, bei der Jagd habe ich die Pfeile da ja auch nicht reingepackt. Die waren ja immer hier in diesem Inventar und das hat trotzdem funktioniert. Das ist ja das, das ist das Komische. Oder die sind da irgendwie integriert worden, ohne dass ich das gemerkt habe. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Aber ist egal. Beruhigend zu wissen, dass wir jetzt doch mit unserer Armbrust weiterarbeiten können und dass wir eben jetzt doch Pfeile abschießen können, wann immer wir wollen. Wir können also, so wie wir lustig sind, auch weiter zukünftig auf Jagd gehen. Was jetzt hier zwischenzeitlich passiert ist, ist eigentlich schnell gesagt. Ich habe hier ziemlich viel von diesen gelben Pflanzen noch weggemacht. Dann habe ich hier hinten auch noch ein bisschen weiter gemacht, dass das etwas ebener ist. Wie ich das hier mit diesem Höhenunterschied mache, weiß ich noch nicht. Entweder gleiche ich das mit der Hacke und der Hake an, dass das hier leicht nach oben geht. Oder ich setze hier einfach eine Treppenstufe rein, dass man hier auch so eine Art Etagengarten hat. Ein bisschen größer als da vorne bei dem Ackerbaugebiet. Kann ich jetzt auch noch nicht genau sagen, aber das könnte ich mir vorstellen, dass das dabei rauskommt. Hier habe ich auch noch ein bisschen was weggemacht, dass wir zum Wald hin immer mehr, ja, grünen Rasen haben, hätte ich jetzt fast gesagt. Hier möchte ich an diesem Rand auch noch gerne was machen. Aber bevor wir jetzt zur Hauseinrichtung, da steht ja alles noch bevor, wir müssen das Haus noch weiter einrichten, vielleicht Balkone machen und ich habe auch noch ganz andere Ideen, die ich jetzt aber noch nicht verraten werde. Was ich jetzt so als erstes einfach mal machen möchte, ich bin ja so ein Freund von Laternen. Hört sich jetzt komisch an, aber ich baue einfach gerne Laternen. Gerade in diesem Spiel wirkt das sicherlich auch richtig cool. Und ich habe hier einfach mal angefangen, das Grünzeug hier links und rechts wegzumachen, um erstmal einen Weg zu bauen. Der ist fast zu Ende. Der soll nämlich zu Fabis Superhöhle gehen. Die ist da hinten. Hatte ich ja gezeigt. Und wie einfach so ein Weg im Grunde genommen zu machen ist, das zeige ich jetzt einfach nochmal. Man kann hier einfach mit dem Kies, wenn man nicht genug Kies hat, kann man das ja durch das Mahlwerk, kann man den durchs Mahlwerk erstellen lassen. Und dann führt dieser Weg hier ganz einfach über diese Kuppe und hinunter. Und hat dann schon, wenn man damit fertig ist, eigentlich schon einen wesentlichen Bestandteil, einen guten Bestandteil erledigt. So, wir gehen nochmal eben runter ins Tal zu unserer schönen Höhle. Was wir da auf Dauer noch machen werden vom Programm her, weiß ich noch gar nicht. Es kann gut möglich sein, dass wir noch andere Höhlenzweige von dieser Superhöhle erforschen. Vielleicht ist da irgendwo noch ein anderer Dungeon. Ich habe übrigens noch einen Kommentar bekommen von einem Zuschauer, der ja auch fleißig immer mal wieder regelmäßig zuschaut, der auch selber Rising World spielt und wohl einen riesigen Dungeon gefunden hat, der wohl viel größer war als den, den wir gefunden haben. Ich hoffe natürlich auch, dass wir irgendwann nochmal so einen Dungeon finden werden. So, wenn wir jetzt diesen Kies gelegt haben, dann brauchen wir eigentlich nur mit der Hake so ein bisschen hier nachzuarbeiten und der Weg ist im Grunde genommen eigentlich schon fertig. Es soll jetzt kein super toller Weg mit Abgrenzung sein, sondern es soll einfach so ein Schotterweg sein, wie man die ja auch häufig findet im Real Life. So ein Weg soll das im Grunde genommen sein. Und wenn man jetzt mit der Hake hier einfach noch ein bisschen nacharbeitet, dann ist der, wie gesagt, fast schon fertig. Wir werden gleich den Weg nochmal einmal komplett hoch und runter laufen, um an der einen oder anderen Stelle doch noch ein bisschen Kies zu ergänzen, denn manchmal reicht der Kies nicht ganz aus. Da muss man dann nochmal ein bisschen nacharbeiten. So, jetzt gehen wir mal hier. Ah, das ist ein bisschen schräg wird das hier, aber was soll's. Hier nochmal und da nochmal. Und wie gesagt, dann würde ich gerne in bestimmten Abständen
am Rande dieses Weges ein paar Laternen setzen und würde natürlich sehr, sehr gerne sehen, wie das im Dunkeln wirkt. Welche Art von Laternen wir da hinsetzen, weiß ich noch nicht. Wie groß die Abstände sind, weiß ich auch noch nicht. Wie der Laternenmast aussehen soll, weiß ich auch noch nicht. Müssen wir mal gucken. Ich denke, dass wir das aus Holz machen werden. Holz haben wir ja genug da. Oder ein Teil aus Stein, Teil aus Holz. Das ist ja das Schöne hier an Rising World, dass man wirklich alles selbst kreieren kann. Ich hatte auch an so eine Art Wintergarten hinterm Haus gedacht, den wir vielleicht auch noch bauen könnten. Komplett frei, also da gibt es ja auch keine festen Formen oder muss man ja keine festen Formen verwenden. Wenn man Glas hat und Holz oder Glas und Stein, wie auch immer, dann kann man auch einen wunderschönen Wintergarten machen. Auch das ist noch eine Idee, die ich habe. Mal gucken. So, wie sieht denn das jetzt hier aus? Kann man das jetzt so stehen lassen? Sieht der Weg jetzt ordentlich aus oder muss da... Hier könnte vielleicht noch so ein bisschen Kies rein. Das ist ein bisschen wenig hier. Da noch ein bisschen. Zack. Der fällt nämlich hier so ein bisschen ab, der Weg. Aber so geht's. Wenn hier so hoch geht. Das geht. Das geht auch. Da muss auch ein bisschen nachhaken hier. Die arme Hake. Wird jetzt sehr abgenutzt hier von diesem ganzen Kies. So, wir haben gleich keinen Kies mehr, aber ich glaube, wir brauchen jetzt auch gar nicht mehr. Das sind jetzt nur noch Nacharbeiten, die wir hier machen. Oh, die Erkältung ist ganz heftig. Ich muss immer wieder zwischendurch ausschalten, weil ich husten muss. Aber ich will auch einfach nicht warten, bis die Erkältung vorbei ist. Also wenn das teilweise hier ein bisschen nasal klingt und da ein paar Unterbrechungen drin sind, musst du es mir verzeihen. Oder ich hoffe, dass du es mir verzeihst. Weil ich so gerne hier weitermachen möchte, weil es mir so viel Spaß macht. Und ich hoffe natürlich auch, dass es für dich interessant ist. Wie gesagt, immer gerne in die Kommentare schreiben, wenn irgendwas nicht passt oder so. Ich kann das nicht immer so ganz gut einschätzen, aber... Das sieht doch schon mal gut aus. Ein schöner, wilder Schotterweg durch die Botanik. Hier ist noch so eine Kuppe irgendwie. Ein bisschen kuppig. So. Ein bisschen kuppig. Sieht's hier aus. Ja, dieser Kies ist irgendwie fast weg. Ah, da muss noch ein bisschen was hin. So. So lassen wir den jetzt. Das ist unser Schotterweg. Und man hört es auch, wir laufen auf Schotter. Und jetzt würde ich gerne Folgendes ausprobieren. Jetzt würde ich gerne erstmal die Abstände festlegen, wie die Laternen gesetzt werden sollen. Und ich habe mir überlegt, ich habe ja schon diese runden Steine, die haben wir ja schon. Die können wir sehr gut als Sockel verwenden. Oder wir nehmen eine komplett andere Gesteinsart als Sockel. Das können wir auch nochmal checken. Trotzdem würde ich jetzt gerne erstmal, weil wir hier so viel von diesen Dingern noch haben, von diesen Zylindern, die wir dann halt, wie gesagt, als Sockel verwenden können. Das habe ich mir so ausgemalt. Aber wir nehmen jetzt trotzdem noch ein paar mehr Steine mit. Mehr brauchen wir gar nicht. Und gucken nochmal eben unten in unsere schöne Werkbank rein. Moment, Holz können wir eigentlich bei der Gelegenheit auch gleich mitnehmen. Holz, Holz, Holz. Holz, Holz, Holz. Wollen wir da irgendwas mitnehmen? Wir haben hier zum Beispiel Holzstämme. Ich bin ja so ein Freund von dunklen Laternen, irgendwelche dunklen Laternen, die wir auch verwenden können. Wir haben 15 Holzstämme, die wir vielleicht sogar verwenden können. Die nehmen wir einfach mal mit. Diese beiden hellen, weiß ich noch nicht, können wir auch mal rausnehmen. Also rund könnte der Laternenmast sein. Er könnte allerdings auch eckig sein. Das weiß ich noch nicht so ganz genau. Weiß ich noch nicht so ganz. Also die Laternen sollen auf jeden Fall aus Eisen bestehen. Eine Version hängt hier oben ja schon, die jetzt übrigens auf einmal doch ein bisschen mehr wirkt von der Leuchtkraft her. Manchmal hat man das Gefühl, die wird nur angestrahlt von den Fackeln. Also diese Fackeln haben irgendwie einen Einfluss auf diese Laterne. Ich weiß nicht, vielleicht nehmen wir doch einfach die mit Klarglas das nächste Mal, weil da sieht man dann eben auch die Flamme oder das Kerzenlicht flackern. So, diese Zylinder, wie gesagt, haben wir schon. Jetzt gehen wir nochmal eben an unsere Blockbank. Und gucken mal, was wir hier sonst noch für schöne Zylinder machen können. Wir können allerdings, wir können natürlich auch sehr viel hellere Zylinder nehmen. Den finde ich zum Beispiel auch sehr cool. Und da ich ja so ein Freund von Kontrasten bin,
könnte man zum Beispiel einen weißen Sockel und ganz dunkles Holz dafür nehmen, für den Laternenmast. Ich bin mir aber nicht so sicher. Der ist auch sehr hell. Sandstein? Nee, Sandstein möchte ich irgendwie nicht haben. Das, oder doch? Weiß ich gar nicht. Ach nee. Ach nee. Sandstein gefällt mir jetzt irgendwie überhaupt nicht. Pflasterstein? Pflasterstein oder sowas hier. Auch nicht schlecht. Oder was Dunkles? Ah, das ist natürlich jetzt, ist jetzt die Qual der Wahl, was man da nehmen kann. Das sieht auch irgendwie cool aus. Wow, das sieht richtig cool aus. Das sieht richtig cool aus. Passt aber irgendwie nicht zu dem Schotterweg. Finde ich generell echt cool, aber passt nicht zum Schotterweg. Das ist mir zu schmutzig grün, das sieht so bemoost aus. Das wäre vielleicht auch noch was. Sieht ein bisschen mehr nach Schotter aus. Könnte man sogar noch nehmen. Es hängt allerdings wirklich, ich hänge es ein bisschen davon ab, ob wir helles Holz nehmen oder dunkles Holz. Vielleicht gucken wir uns erstmal mal das Holz an, was wir mit dem Holz alles machen können. So, Holz. Rohstoffe. Moment, wir müssen zu der Sägebank gehen. Da können wir das alles sehen. Holzbalken, Holzstamm. Holzbalken, ach nee, also eckig möchte ich jetzt nicht. Ich glaube, rund ist besser. Jetzt gucken wir uns mal anhand der Holzstämme an, was es da alles für verschiedene Farben gibt. So sieht man es ein bisschen größer. Übrigens auch ein schöner Tipp mit diesem Doppelklick. Wusste ich auch noch nicht. So, das ist ganz dunkel. Würde jetzt zum Haus passen. Würde jetzt zum Haus passen. Würde auch gut zu den dunklen Laternen passen. Ich glaube, wir nehmen dieses dunkle Holz. Rötlich sieht sicherlich auch nicht schlecht aus, aber da die Laternen dunkel sind, wir haben ja dunkle Laternen. Oh, weiß. Weiß, 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 weiß. Auch nicht schlecht. Also, Überblick über die Farben haben wir. Jetzt gehen wir nochmal eben zu den Lichtern. Laterne, Decke. Diese Laternen, also sowas habe ich mir vorgestellt. Oder eben diese Milchglaslaterne. Die ist auch sehr schön. Und die halt. Das sind die, die wir im Moment herstellen können, was Lichter angeht, allgemein. Und da schwebt mir eigentlich im Moment diese hier vor. Und die ist halt dunkel. Alle Laternen sind dunkel. Und wahrscheinlich sieht das am besten aus mit einem dunklen Stamm. Wir probieren das einfach mal. Sockel. Wir gehen jetzt von dunkel aus. Dunkel, 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 dunkel. Aber vielleicht nehmen wir tatsächlich doch einen hellen Sockel dafür. Komm, wir nehmen den einfach mal. Drei von diesen. Ach, das sind ja die gleichen, die wir eh schon haben. Sorry, das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Also der gefällt mir offensichtlich am besten. Umso besser. Dann nehmen wir den jetzt auch hierfür. Ich hab gedacht, wir hätten andere für die Abgrenzung hier genommen, aber es sind exakt die gleichen. So, jetzt gucken wir einfach mal ganz spontan, wo wir den hinsetzen können. Bisschen höher. So. Ich mache das jetzt ein bisschen nach Gefühl. Ich mache das jetzt ein bisschen nach Gefühl. Eins. Huch. Ja, so nah zusammen vielleicht auch nicht, oder? Vorschlaghammer. Wir haben den Vorschlaghammer vergessen. Wo ist er? Ein unabdingbares Werkzeug in dieser Phase. Den brauchen wir unbedingt. So, die Hake im Moment nicht mehr so. Vorschlaghammer. Runter. Da, 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 da. Das ist mir ein bisschen zu nah zusammen hier. So, mit Brachialgewalt. Ein bisschen größer die Abstände. Ich meine, wir könnten jetzt das auch anhand von Koordinaten machen, ne? Bei Minecraft habe ich das immer gern nach Koordinaten gemacht, aber hier 39, 40, ein, ich weiß nicht, hier möchte ich das irgendwie nach Gefühl mal versuchen. Lass uns das einfach mal nach Gefühl versuchen. Hier würden wir dann die nächste hinsetzen.
Hier wäre der nächste Sockel. Ist immer noch zu nah, ne? Oder? Ich meine, es soll ja schön beleuchtet sein, aber das ist einfach zu nah. Nochmal weg mit dem... Ach, jetzt habe ich kaputt gemacht. Egal. Vielleicht so. Vielleicht so. Ich glaube, der Abstand ist gut. Und wie eine Laterne jetzt letztendlich aussehen sollte. So, jetzt essen wir mal eben ganz schnell was. Ich glaube, wir müssen jetzt mal eben so ein bisschen was essen. Moment mal, kann man eigentlich diese Kartoffeln auf den Grill legen? Bevor wir die jetzt essen. Anmachen. Die kann man leider nicht auf den Grill legen. Sonst hätte ich jetzt eine Ofenkartoffel gemacht. Aber das geht irgendwie nicht. So eine Art Ofenkartoffel. Da kann man offensichtlich nur Fleisch drauflegen. Wie sieht denn das eigentlich hier aus? Kann man hier Kartoffeln reinpacken? Auch nicht. In den Brennofen. Na gut, dann essen wir die so. Na, komisch irgendwie, ne? Dass wir jetzt hier rohe Kartoffeln essen. Ich meine, im Real Life esse ich ja auch gerne rohe Kartoffeln, aber... So, hier brauchen wir aber das Raster. Wie breit und wie hoch muss die Stange sein? Ein bisschen höher vielleicht? Breiter? Wie sehe ich die jetzt als Ganze? Das ist eine gute Höhe. Ist auch nicht zu schmal oder zu breit. Ich glaube, das ist die richtige Größe. Das ist die richtige Größe. Hier setzen wir die auch nochmal hin. Oder doch ein bisschen schmaler. Was sieht besser aus? Zu schmal? Zu schmal. So, abbauen kann ich jetzt nicht mehr, ne? Auch nicht mit dem Vorschlaghammer. Es wird dunkel. Es wird dunkel. So, leider ist sie kaputt gegangen. Macht aber überhaupt nichts. Raster, breiter. Also so breit sollte sie schon sein. Es ist auch richtig dunkel geworden. Wir gehen mal eben schlafen. Wir sind noch nicht so weit, dass wir jetzt Laternen aufhängen können. Wir haben ja auch noch gar keine. Wir legen uns mal eben mit der Stange hier schlafen. Und gucken mal, wie das gleich aussieht. Ah, ist das schön. Oh, wir müssen was trinken. Wir müssen was trinken. Dann tun wir das doch mal. Und wieder raus. Diese Stangen können wir doch auch drehen, ne? Wenn wir jetzt... Ich probiere es einfach nur mal eben aus. Ah ja, okay. Hm. Das kommt aber später. Das kommt später. Erst setzen wir jetzt die Sockel. Moment, können wir hier lassen. Die Laternensockel. So, gefühlter Abstand. Hier kommt die nächste hin. Einfach mal hier. Ja. Das sieht doch gut aus. Dann kommt wieder hier oben eine auf die Kuppe. Die ist schon ein bisschen... Ah, ist okay. Alles nur gefühlte Entfernung hier. So, und dann hier noch eine und dann sind wir eigentlich schon durch. Ah, wieder zurück. Okay, warte mal, wir können das ja jetzt sofort... Wir können die ja sofort hier setzen. Müssen ja nicht die ganze Strecke jetzt zurücklaufen.
Das würde ich doch jetzt gerne mal sehen, wie das aussieht. So, Raster setzen. Schön hoch, die Dinger. Wir müssen ja auch überlegen, dass die Laternen ja auch wieder ein bisschen runterhängen, wenn wir die erstmal aufgehängt haben.